Herzlich willkommen an meinem Halloween-Haus. Die Nachbarn denken, der ist ein bisschen verrückt, lassen sich austoben und dann haben wir wieder ein Jahr Ruhe. Das ist gut, wenn die Menschen sich erschrecken, weil ich muss dann da immer drüber lachen. Weil ich sagte, ich erschrecke mich nicht und ich war die Einzige, die hatte richtig geschrien. Die hatte Angst. Hinter dir. Dieses Gefühl, ich freue mich, wenn ich anderen Menschen eine Freude machen kann. Wie ist eigentlich egal, aber Halloween kommt da mir total entgegen. Geht's los, bitteschön. Jason, du bist an die Kiste. Du bist nach vorne aufs Dreirad wieder. Du bist in die Kiste da. Du da und du gehst in den Sarg. Dann, ne, der eine. Du gehst in die Kiste. Du gehst auf die Straße. Eschloss. Jason, du in die Kiste. Du gehst auf die Straße. Erschreckst die Leute. Mike in die Kiste. Du in den Sarg. Du gehst in die Kiste zum Erschrecken. Die Leute kommen, ne? Dann, dass alles gut läuft, okay? Ja. Okay, du sagst Bescheid. Okay. Aufpassen, wenn ich was sag, dann das. Okay. Und los! Los geht's.
Und los. Und los geht's. Perfekt. Okay, und nur Maske aufziehen, bitte. Mach ich das. Probier's gleich. Und in den Sarg und Klappe zu. Warte. Und los. Also, ich habe das noch nie gemacht. Also, ich bin jetzt das erste Mal hier. Und ich habe halt die Aufgabe, im Sarg zu liegen und den Sarg dann halt zuzumachen und dann die Maske aufzusetzen und die Menschen zu erschrecken, wenn die dann kommen. Ja, also das ist gut, wenn die Menschen sich erschrecken, weil ich muss dann da immer drüber lachen. Und ja, ich find's gut. Und los! Es geht los. Und los geht's. Also meine Aufgabe ist es, mich hier von hinten reinzustellen und dann, wenn die Leute vorbeigehen, meinen Arm hier rausstrecken. Und hier strecke ich dann auch ab und zu mal mein Gesicht raus. Und ja. Und ich mache das auch seit der Eröffnung, aber letztes Jahr habe ich ja auch schon mal geholfen. Ja, ich mache das eigentlich gerne, weil es freut mich ja, dass ich gerne helfen kann, weil das ist ja für einen guten Zweck. Und es ist ja halt auch lustig, wenn die Leute sich erschrecken und es freut mich, dass ich helfen kann. Und los geht's. Tim? Ja. Zu da einhaken, ja. Und dann das Seil beim Nachbarn oben den Holzzaun zubinden. Ja. Ja, ich habe